Willkommen hier zurück zu Resident Evil 7. Ja, lange hat's gedauert und jetzt können wir endlich mal weitermachen hier beim verbotenen Filmmaterial. Das Schöne ist jetzt auch, wir besitzen jetzt eine PlayStation Pro, das heißt, das VR-Erlebnis wird noch ein bisschen besser. Die Ränder sind auf jeden Fall weg. Die Qualität ist auch nochmal ein bisschen besser. Ich habe versucht, das Bild so ein bisschen heller zu machen. Aber das Ding ist halt, das Spiel ist halt verdammt dunkel. Also viel heller konnte ich es dann auch nicht machen. Und ja, mein größtes Problem ist es eigentlich, ich habe echt lange kein VR mehr benutzt, muss ich sagen. Und ich hoffe, mir wird nicht gleich schlecht. Und vor allem hoffentlich werde ich nicht vollkommen durchdrehen, weil ich komme echt nicht mehr damit zurecht. Und ja, 21 Schlafzimmer und Albtraum haben wir ja bereits gespielt und es geht weiter mit Töchter, den Beginn der tragischen Geschichte der Bakers erleben. Ja, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Ich habe echt so ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Aber da muss ich jetzt wohl durch. Ja, fangen wir doch mal an. Vor 3 Jahren waren die Bakers nur eine gewöhnliche Familie. Sie hatten gerade ihr familiäres Abendessen abgeschlossen, den Regentropfen lauschend, die während des Essens gegen die Fenster prasselten. Ein friedlicher und stiller Moment. Ihr letzter für eine lange Zeit. Ah, das klingt ja schon mal wieder toll. Wahrscheinlich gibt es wieder lange, lange Ladezeiten. Ich werde die wahrscheinlich wieder rausschneiden. Verdächtigen Niederschläge durch den Hurrikan diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in das Neues über den Schaden vom Sturm? Sagen Sie nichts drüber. Marguerite, mach auf! Hab doch eins. Ungewöhnlich. Ja, da sind wir also wieder bei der Familie Baker. Oh, sie ist so jung. Ja. Wie geht's dem anderen? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh. Ja, gleich. Sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist deine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Noch eine normale, gewöhnliche Familie. So, was stand hier genau? UN-Sicherheitsrat verabschiedet den Antrag, weiterhin ja, Helfer in Edonia zu stationieren. Aha. Hey, Lucas. Ich erkenne da nichts. Schade. Der will nicht mit mir reden. Wie sieht's hier aus? Hallo. Hallo? Muss jetzt gucken, wie du die Suppe machen musst oder was. Ja gut, dann mach das mal. Also wir sollen ja Klamotten besorgen. Aber erst einmal gucken wir uns hier oben. Jack, ich habe im Wohnwagen für unseren Gast ein Bett hergemacht. Ich habe ihr gesagt, sie kann das alte Schlafzimmer haben. Aber sie hat drauf bestanden. Marguerite. Hier? Gib mir ein paar Klamotten, bevor sie den Mist überall in meinem alten Zimmer verteilt. Ja, ist ja gut. Da sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz.
Einkaufsliste. 4 Eier, 2x Speck, 3x Milch, Waschmittel, Jack, Brillentücher, neue Unterwäsche, Lucas, Kondensatoren. Okay, Flashdisk. Okay, was ist das? Zoe, Rasierschaum. Ja. Ich muss mich doch hier umgucken. Ja, ist jetzt auch nicht... Das ist immer noch nicht der schönste Kühlschrank der Welt, aber alles klar. Kann ich hier lang? Zoe, sie kann nicht in den dreckigen Sachen bleiben. Kann sie nicht? Oh, was haben wir denn hier? Ein Feuerzeug! Kann ich hier nicht verwenden, aber... Achso, das haben wir dabei. Achso. Achso, da ist verschlossen. Fängt das wieder an. Alles verschlossen. Wo kann ich mich ducken? Genau. Ich muss auch wieder ein bisschen die Steuerung erlernen. Hier ist alles so leer. Da war doch sonst alles vollgestopft, ne? Ach komm, ich geh jetzt da runter. Ich meine, momentan dürfte doch nicht wirklich was passieren, oder? Nein, du sollst da nicht hoch. Oh, da ist ein Dietrich. Ich meine, das Grauen hat ja noch nicht angefangen. Die spinnt hier ein bisschen rum. Kann ich da rein? Ja. Kann ich das Feuerzeug aktivieren? Nö, ich kann es nur angucken. Achso, mit dem Dietrich können wir natürlich nachher die Schublade öffnen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht an irgendwas. Ist das der Regen oder? Ja, ich glaube schon. Ich dachte schon, ich höre irgendwelche Schritte. Alter, ich muss sagen, das VR-Erlebnis, das ist fast so ein bisschen wie es nochmal neu zu erleben, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe und es macht mich gerade so ein bisschen fertig. Ich glaube, das wird wieder lustig für euch. Wie die Anfangsparts, von Resident Evil. Es wird ganz schön witzig. Zu tun, das Fenster im ersten Stock reparieren, mit Sperrholz zunageln, später den Glaser anrufen. Lucas Geburtstagsgeschenk, Elektrowerkzeug? So wieder nachfragen. Okay. Also hier müssen die Kleider sein, oder was? Ja, warten wir mit dem noch. Ich will auf jeden Fall noch die Schublade öffnen gehen. Muss mich auch wieder hier ein bisschen im Haus umgucken. Ja, ich weiß doch. Aber hier, Dietrich. Was gibt's denn da? Ja. Da könnte man sich schlimm dran schneiden. Ja, okay. Toll. Will sie nicht mitnehmen. Hat's ja vollgebracht. Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Ja, gleich. Wir sauen. Wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Da war die Garage. Kommen wir wahrscheinlich nicht weit, oder? Oh, doch. Kommen wir sogar rein. Und der Wagen ist auch noch heile. Daddy liebt dieses Auto. Er wird wütend, wenn jemand anderes damit fährt. Ja. Hier noch was? Hm, sieht nicht so aus. Kann ich hier irgendwas öffnen? Nö. Ich glaube, hier gibt's nichts. Wir könnten natürlich noch nach oben. Hier war die Waschküche, ne? Ja. Hier, als der Typ dann auch der gute Jack hier durch die Wand brach, da habe ich mich ganz schön erschreckt. Aber es gab auch andere Momente, wo ich mich echt erschreckt habe damals. Das könnte jetzt auch passieren. Hm. Die können wir wahrscheinlich nicht raus, nee. Können wir hier rein? Ich weiß auch nicht, wie groß der DLC hier ist. Ich glaube ja nicht, dass er mega riesig ist. Gehen wir mal nach oben. Auch das Haus wieder neu für sich entdecken. Hat der Boden immer schon so gespiegelt? Ich habe keine Ahnung.
Da gibt's auch nicht wirklich was. Jazz World. Oh, Billy Cook, okay. Mhm. Das Badezimmer. Hier hätten wir auch einen Dietrich benutzen können, alles klar. Ansonsten gibt's hier, glaube ich, nichts. Ah ja, das war dieser Raum. Erinnerungen kommen hoch. Gibt's hier was Schönes? Nee. Ein bisschen Sekt. Ich merke auch schon, wie mir so leicht übel wird. Die Nägel scheinen lose zu sein. Also ich bin das echt nicht mehr so gewohnt. Das merkt man ziemlich schnell, finde ich. Muss ich mich erst einmal wieder daran gewöhnen. Oh, was ist hier? Daran könnte man etwas festbinden. Muss ich dann hier noch Fallen aufstellen oder so? Das kann ja was werden. Saubere Klamotten? Okay. Waschküche. Ja, gleich. Was war hier? Komme ich nicht rein. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht raus. Gut, dann wird es Zeit für die Waschküche. Es scheint mir aber schon ein bisschen klarer zu sein, das Ganze. Muss ich sagen. Ich glaube, die Pro macht schon noch mal ein bisschen das Ganze besser. Ich hoffe, auch für euch ist es jetzt angenehmer zuzugucken. Hier muss ich gar nicht hin. So, die saubere Kleidung, die nehmen wir mit. Und dann mal nach oben. Konnte man... Ja, genau, man konnte ja hier auch eine Wende machen. Das, was ich in Parasite Eve ja so vermisst habe. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Ist gut. Tja, aber wir wissen ja, wer das ist. Ich will sie nicht sauber machen. Gab's hier noch was? Dort ist ein Loch in der Trophäe. Saubere Kleidung reinstecken. Das war jetzt aber Lukas Zimmer, ne? Warum hat der Schminkzeug? Oder was ist das einfach so? Ne, das ist schon Schminkzeug. Oder schlafen die beide hier? Ja, das kann auch sein. Naja, nur Lukas Bett, ne? Hat sich ja doch ein bisschen verändert dann. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Sie gehören mir. Was? Oh oh. Ja, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. 15 Minuten sind schon rum. Daddy, ist der Strom ausgefallen? Hat er einen Blitz eingeschlagen? Ich denke, ich werde... Ich wollte eigentlich so eine halbe Stunde machen, aber ich denke, ich werde erstmal 20 Minuten machen. Tatsächlich schlägt es mir doch sehr auf den Magen, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Oh, das sieht auch toll aus. Schön. Och Mann, ey. Nur mit dem Feuerzeug bewaffnet ist echt uncool. Angst.
Okay, hier ist immer noch zu. Ist echt scheiße dunkel. Vorher war es noch so angenehm. Da leuchtet es so. Das ist von draußen oder was? In diesen Statuen war doch auch immer was. Ja, das wollte ich nicht. So. Schnell wieder anschalten. Oh, hier waren wir vorher noch gar nicht. Warte mal, war das nicht das Zimmer der Großmutter? Da gibt's nix. Da gibt's auch nix. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Großmutter vorher hier war. Niemand hat das Geschirr weggeräumt. Ja, fürchterlich. Das ist echt uncool, Leute. Das ist sowas von uncool. Muss es so scheiße dunkel sein? Wo ist das kleine Mädchen hin? Einfach abgehauen. Oh, hier ist es hell. Ja, genau, hier kann ich nichts machen. Ich bleibe jetzt einfach hier. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Oh ja, das klingt gut. Was war das? Bestimmt was Tolles. Hallo? Was ist mit euch so? Ja, sieht toll aus. Oh, Lukas? Lukas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Hä? Was zum Teufel ist hier los? Ich habe Angst. Das war doch die Mutter, oder? Aber wo ist die? Ist auf jeden Fall nicht mehr in der Küche. Bist du hier? Ja, hier ist auch niemand. Oje, oje, oje. Was gehört. Ich denke, hier beenden wir die erste Folge. Ja, ja, wird schon so ungefähr passen. Ich habe zwar am Anfang noch viel gemacht, wo ich nicht so weiß, wie viel ich da wegschneiden muss, aber ich muss wirklich eine kurze Pause machen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und mir fällt das viel schwerer hier. Ich habe echt Schiss. Scheiße. Ah, hätten wir doch nur mehr Licht. Das kann echt was werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.